Das ultimative Weihnachtsbratenrezept für alle, die sich wieder nicht entscheiden können, ob es denn Truthahn, Ente oder Hühnchen geben soll. Der Tipp war, einfach alles auf einmal in einer leicht delikaten Art der Zubereitung. Und da saß bei Moderator Volker Janitz scheinbar live Regina Beck im Studio und erzählte SWR Dreiland, wie dieser Hammerbraten gemacht wird. Aber ich habe im Computerpapierkorb gefunden, wie die beiden das kurz vor der Show sicherheitshalber aufgezeichnet haben. Es war wohl auch besser so. Du nimmst einen Truthahn und dem stopfst du dann eine Ente in der Bobo. Hinten rein. Ja? Und dann nimmst du das Hühnchen oder der Gockel, wie man als Schwabe sagt. Ja, mach ruhig weiter, ich lach nur ein bisschen. Und stopfst den Gockel der Ente in der Bobo. Also jetzt haben wir die drei ineinander. Ja, ja. Macht auch Spaß beim Backen. Man nehme einen Truthahn und dem stopfst du dann... Du nimmst einen Truthahn und dem stopfst du dann eine Ente in de Bobo. Du nimmst einen Truthahn und dem stopfst du dann eine Ente in de Bobo. Ja. Und dann nimmst du das Hühnchen oder der Goggel, wie man als Schwabe sagt, ne? Ja. Und stopfst dann den Goggel... Und stopfst dann den Gockel der Ente auch noch in der Bobo. Ich kann nicht mehr, wenn du den Bobo sagst. Dann ist schon vorbei. Komm, jetzt schaffen wir es in einem durch, okay? Okay. Du nimmst einen Truthahn und dem stopfst du dann eine Ente in der Bobo. Ja, das scheint auch ein lustiges Rezept zu sein. Ich glaube, da hat man viel Spaß. Und stopfst dann den Gockel der Ente in der Bobo. Scheiße. Ey, furchtbar, Volker, ich kann immer echt. Und deswegen... Hey, ich kann das nicht schneiden. Und deswegen nimmst du dann noch 1 Kilo Wurstmasse, ja, und die schiebst du dann dem Goggel noch in der Bobo. Auweia. Mhm. Ja. Dann wiegt dieser Prachtbraten 12 Kilo und braucht nur 9 Stunden im Ofen. Lecker. Was gibt's dazu? SWR 3 macht Spaß.